Hallo Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Cave Story. Obwohl das eigentlich mehr ein Replay ist, da ich ja Cave Story beim ersten, wo ich das erste Mal jetzt also sozusagen meine YouTube-Karriere gestartet habe, dass meine erste Let's Play war. Naja, Karriere in dem Sinne, weil. Naja, schaut einfach auf die Abonnenten, dann wisst ihr warum. Ist aber auch nicht so wichtig. Okay, jetzt weiter zum Ticks. Also, wir haben hier Jenke getroffen und erfahren, dass sie die Mutter von Misery ist. Und das Verhältnis zu ihrer Tochter ist wohl nicht gerade prickelnd, weil sie hat gesagt, ihre zertrottelte Tochter. Also würde ich davon ausgehen, sie ist nicht gerade stolz auf ihre Töchterlein. Und Warwick scheint sie auch zu kennen. Auf ihr Hühnchen. Das wäre viel zu anstrengend für mich. Könntest du mir helfen, die Hündchen zu finden? Bisschen schon merkwürdig. Ist da hier was? Sie hat Hunde, also Welpen, die auch. Aber anscheinend braucht sie. Oh, hi. Aber irgendwie ist sie, doch ein bisschen zu schwach auf den Hüften, um sich um sie zu kümmern. Bisschen komisch, ich meine, man soll sich doch keine Hunde züchten, wenn man nicht die Katze zuhört. Es sei denn... Was macht ihr da, Leute? Es sei denn, es ist ein Test... Ob Quote, so heißt unser Held hier, gehst du? Oh 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 oh. Scheiße. So wird das nichts. Ihr Zäpfchen. Ja, deswegen. Das war echt eine dumme Idee, merke ich. Ich hätte wirklich erstmal schießen und so einsammeln sollen. Oh, nice. Also die ganzen, sag ich mal, Triforce. Oh, da ist wieder ein Hündchen. Und ich sehe gerade die Maus auf dem Bildschirm. Komisch. Ja. Könntest du die einsammeln? Na danke, Claude. Ich will mal Claude sagen. Claude, also wie Close Drive aus Final Fantasy 7. Da war es hier Quote, also wie Quote. Was ist denn nur? Tja, aber alles hat irgendwas mit dieser merkwürdigen Krone auf sich. Ne? Hier ist ein Schild, was steht da? Hier geht's zum Sandzone Lagerhaus. Okay. Okay, hier. Guck mal, der hat Beine. Hier, Zäpfchen. Ich sollte mal aufpassen. Was seid ihr denn? Ja, toll. Achso, da trifft er mich nicht. Okay, der botzt einfach mal Bones, also Knochen. Oh, ich kann jetzt abschießen. Tja. Wer bist du? Papyrus aus Undertale? Nur nicht so nett. So wird das ja gar nicht. Ja, super. Toll, lass dich erwischen, du Vollhorn. Gut. Ach, wo kommst du denn her? Oh, oh, der ist doch recht schnell zu Fuß. Boah, ätzend. Er sagt, warum ist... Ah, nicht. Verdrück mich ständig. Los, geh doch, eng. Oh ja, du dummer Papagei. Geh du auch mal tot. Alter Schwede, was ist euer Problem? Ich habe euch nichts getan. Okay, machen wir das so.
ich kann mich gar nicht erinnern, dass sie tatsächlich auch Knochen gerotzt haben. Aber ich muss mal aufpassen, dass nicht schon wieder so einer von rechts kommt. Ja, toll. Habe ich schon mal gesagt, dass dieses... Autsch. Dass dieses Graungraden... Ach, da kommt schon wieder so eine... Oh, super. Dass dieses Graungraden der Waffen doch echt nervig ist. Obwohl beim Bossfight ist es doch echt interessant. Da kann man upgraden, downgraden und... Oh, ich dachte, ich renne rein. Ich will den Typen jetzt abschießen, um halt diese Triforce zu kriegen. Ach ja, ich kann das ja abschießen. Ich wollte dann jumpen, springen, schießen und... Komm schon wieder diese Typen. Sag mal, hat euch niemand gesagt, dass ihr tierisch nerven seid? Könntet. Schnell, schnell. Oh, jetzt haben wir Upgrade. Es ist so wie eine Shoot'em Up. Man muss aufpassen, dass man nicht erwischt wird. So. Ihr wisst ja, wenn man auch einen Treffer hat, dann kann das sehr schnell passieren. Dass man ja plötzlich tot geht, weil man die Waffen abgegradet sind. Und was zur Hölle ist das denn? Toll! Der Typ hat also auch noch nicht nur Füße, sondern auch Hände. Hey! Na gut, warten wir, bis Hündchen wieder da ist. Ich gehe mal wirklich davon aus, sie testet uns. Dann müssen wir jetzt hinter den Hund herlaufen, weil ich denke, dass er gleich wiederkommt. Da ist er ja wieder. Ja. Kann ich mir mal sagen, wie ich den Hund einsammeln kann? Ha, Hundi! Hund, bei Fuß! Na, so bestimmt nicht. So? Also soll ich einfach da umdrücken? Oder ist das so eine verdammte Timing-Sache? So? Oder muss ich den Hund erstmal betäuben? So wie ich Togo eine runterhauen, also niederschießen musste. Ach kommt! Ist das... Mal sehen. Ich drücke jetzt die ganze Zeit so runter und hoffe, dass der Hund wiederkommt. Okay. Das fehlt nur, dass ich jetzt keinen Plan habe, wie ich diesen blöden Hund einsammeln kann. Was ist das so? Mann, so schwer kann es auch nicht sein. Da kommt er wieder. Mal drücken. Das bringt gar nichts. Ja, toll. Ja, wie sammle ich noch meinen Hund ein? Jetzt laufe ich die ganze Zeit hinter diesem blöden Köder her. Oder ich ignoriere dir das blöde Viech und lasse ihn einfach hier auf sein Scheißhaus hin und her laufen. Kann ja ein riesiger Hundeklo sein. Ach, jetzt habe ich dich. Willst du das Hündchen mitnehmen? Ja, klar. Hündchen gefunden. Klar, ich nehme gerne irgendwelche Tiere auf. Die ganze Zeit hin und her laufen. Ach, da oben ist ja auch noch ein Geheimnis, wenn ich mich hier recht entsinne. Okay, dann wollen wir mal sehen, wie lange dieser Part jetzt dauert. Eigentlich wollte ich das jetzt so machen, dass ich in dem Part das so alles abschließe. Also, die
Mission mit den Hündchen. Gut, dass ich den Hund nicht verlieren kann. Die sind so imber, die Tierchen. Die können tatsächlich ja auch einen Bossfight überleben. Ich finde das Design des Hauses irgendwie witzig. Hat was. Hier. Dein zweites Hündchen. Wow, wie schnell. Das ist tatsächlich eines meiner lieben Hündchen. Gib ihr das Hühnchen. Du bist ein Soldat von der Oberfläche, nicht wahr? Sag man. Es ist noch nicht lange her, dass Hunde davor von Robotern auf diese Insel gekommen sind. Sie haben unzählige Minigas getötet. Was haben die Menschen gemacht, um sie zu schützen? Die Minigas wurden in die Enge getrieben. Schließlich hatten sie begonnen, die verbotenen roten Blumen zu essen, in der Hoffnung, dass sie stark werden. Jedoch steigert sich ihre Wut und sie begannen, die Roboter zu zerstören. Hätten es die roten Blumen nicht gegeben, wären die Minigas völlig von der Insel verschwunden. Noch drei Hühnchen. Viel Glück. Okay, also. Na, fassen wir zusammen. Die Blumen, also diese roten Blumen, lassen die Minigas mutieren, dass sie stärker und aggressiver werden. Und anscheinend haben sie die Blumen wohl gefressen, vor 10 Jahren, um sich gegen die, sag ich, die kann man sagen, Armada? Also sich gegen die, sag ich, Herren, um sich vor diesen ganzen Robotersoldaten zu wehren. Dann ist es doch gar nicht so schlimm mit den Blumen. Okay, sie werden so halb und so, also ist das deswegen aber schlimm? Okay, da seid ihr wieder. Was ist euer fucking Problem? Ich tue euch gar nichts. Ich bin nur einfach hierher, ein einfacher Soldat. Ja, oh, ja, das könnte der Grund sein. Immerhin waren wir ja vor 10 Jahren hier und haben wohl viel, ziemlich viel Rambazamba gemacht. Und uns nicht gerade mit beliebt gemacht. Ach ja, jetzt laufen wir hier rum, okay. Okay, das könnte vielleicht auch erklären, warum wir nicht gerade gekommen sind. Tja, wie auch Curly auch so angemerkt hat in den vorigen Part, wer weiß, was wir angestellt haben. Weil sie geht ja davon aus, dass sie... Ich wollte aber jetzt nicht gucken. Dass sie eine Mimiga-Schlechterin war. Ist ja eigentlich auch nicht so von der Hand zu weisen. Ich meine, wenn, sag mal, andere Roboter hier, wie, sag mal, so sagen, wie eine Invasion auf die Insel gekommen sind, denn und so sagen, die Mimigas fast am Rande der Austrocknung getrieben haben, sodass sie keine andere Wahl hatten, als diese Blumen zu fressen, und dann zu, ich sag jetzt mal, Halt-Mimigas wurden, ja, dann müssen wir verdammt viel angerichtet haben. Das Problem ist nur, also,
Das sind doch Spuren. Da meine ich doch. Oh, das brauche ich. Ja, danke. Ja. Scheiße. Du musst es doch weitergehen, weil... Ich sehe doch die Pfotenabdrücke, oder? Das sind ein Hinweis. Da kannst du lang. Ja, tut mir leid, Leute. Ich verdrück mich hier. Und da ist so ein, so ein Container, wie gesehen. Ich würde sagen, Herzcontainer. Okay, da kommen wir wohl nicht lang, wenn wir nach uns. So. Ah, okay. Na? Da stimmt doch was nicht. Ich gehe mal kurz zurück und versuche mal an den Herzcontainer zu kommen. Muss ich doch da eben hier rankommen? Oh! Nee, sah nur so aus. Oh je. Yeah. Meine Mutter hat sich jetzt gerade gemeldet, aber ich kann jetzt schlecht antworten und... Lass diese Karte. Okay, gehen wir mal rein, wenn wir den Herzcontainer später kümmern. Verlassenes Haus. Oh nein, oh nein, 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 nein. Oh. Ja, ich will speichern. Ja, ihr seht wohl die Schwierigkeit. Ich muss jetzt den Weg finden, wo das Hündchen dahin gesprungen ist. Und da gibt es leider ein kleines Problem. Ich sehe überhaupt gar nicht. Und da seht ihr den Schild da. Ein dezenter Hinweis. Da ist ein verdammter Sandkroko. Ja. Ja, super. Oh. Habe ich das verdammte Viech jetzt erledigt? Toll. Die haben auch eindeutig einen Welpenschutz, diese Welpen. Tja, der Welpenschutz gilt nicht für uns. Und das Problem ist ja auch, da ich ja auch nicht genau sehe, wo ich jetzt so, wo die Decke anbeginnt und aufhört, kann ich natürlich nicht sagen, wo kann ich jetzt gut springen? Warte mal, ich gehe mal vorsichtshalber speichern. Da habe ich schon gespeichert? Keine Ahnung. Lieber zu viel als zu wenig. Da, wo es regnet, ist ein dezenter Hinweis. Ja, da kannst du irgendwie hin. Oh. Jetzt erzählt mir nicht. Ja. Jetzt erzählt mir nicht, ich hätte darüber gehen, würde nicht gebrauchen. Ich ihn. Ja. Okay. Das ist blind im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, toll, Hundi. Wie wär's, wenn du mal kommen würdest? Man kann auch die Gutherzigkeit der Leute auch wirklich überstrapazieren. Vor allem, dass der Typ auch nicht springen will, wenn... Hier? Nein. Ja, ich versuche den Hund zu erschießen und sage Jenga, sorry, dein Hund hat es nicht überlebt. Ne. Nein, keine Sorge, Leute. Ich mag doch Tiere. Aber jetzt treiben sie mich gerade in den Wahnsinn.
Aber was mich auch in den Wahnsinn treibt, kennt ihr bei Breath of the Wild diese Bloom Lady, oder wie nenne ich sie, die Blumenschlampe. Also, das ist jetzt so, da ist nämlich, wie ihr wisst. Gibt's ja halt so einen netten Schrein. Warte mal, kann ich das so? Oh, so wird's vielleicht besser gehen. Irgendwo man den, sag ich mal, wo man durch so ein Blumenlabyrinth gehen muss. Und wenn man den auf Auslösung auf den Blut kriegt, dann die armen Blumen und so, und macht man das so häufig, schlägt sie einen halb tot. Ohne Scheiß, Leute, das tut sie. Oh. Okay, komm her, Hündi. Willst du das Hündchen mitnehmen? Ja. Und ja, da kann man sich natürlich fragen, warum zur Hölle lässt Link sich das gefallen? Das liegt wohl daran, dass Link eigentlich im Grunde genommen so ein, trotz seiner Fähigkeit eigentlich ein ganz lieber ist, und wo sich eher zusammenschlagen lässt, als dass er seine Kraft gegen Schwäche reinsetzt. Aber in dem Moment wünsche ich auch, es würde wirklich eine Möglichkeit geben, diese Bitch zu töten. Warum ich die hasse? Naja, erstmal, ich meine, wir sind dabei, die Welt zu retten. Und die blöde Bum-Bizita hat nichts Besseres zu tun. Und das, ich glaube, wir kommen auf der anderen Seite hier. Hat er nichts Besseres zu tun? Ernsthaft? Hat er nichts Besseres zu tun, um ihre blöden Blumen, also um ihre blöden fucking Blumen? Ich meine, die Welt ist am Arsch und die hat nichts Besseres zu tun als... Oh, wow, das ist... Jetzt wird's... Oh Gott, jetzt wird das echt eine Knochenarbeit. Ja, Sans wird sich darüber lustig machen über die Sprüche, der solche Witze liebt. Also, ich hasse das. Oh, 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 oh. Okay, was wollte ich, achso, ja. Gut, ist, und... Ich meine, die Welt ist voller Monster und diese... Diese Bitch schreckt sich darüber auf, wenn irgendjemand auf ihre blöden Blumen tritt. Und dann bildet sich auch ein, ach ja, guck mal, der Schrein freut sich mit so wunderschönen Blumen. Alter, ich hätte die Blume vor ihren Augen ausgerissen, verbrannt und sie gezwungen, dass sie sie essen. Und ich merke gerade, ich sollte auf meine Knife achten. Also, das war dieses typische Nintendo-Humor. Worüber ich aber ehrlich gesagt nicht lachen konnte. So halt, war das nun mal nicht witzig. War. Oh oh. Komm her, du Killer-Papagei. Würdest du dich mal treffen lassen? Danke. Naja. Also, ich fand es ehrlich gesagt nicht zum Lachen. Weil, das ist einfach, weil ich mag solche Leute nicht. Ich dachte, dass sie die so egoistisch sind und meinen, die Welt dreht sich nur um ihren blöden Scheiß. Und ich soll da aufpassen, dass ich nicht totgehe. Aber wir werden es überleben. Ich meine, nee, das Hündchen wird überleben. Also ist das vielleicht nicht so schlimm. Komm her, du Killer-Papagei. Komm, Pauli, lass dich erschießen. Naja, was mache ich dann, die Alte? Dann. Ich schmeiß Bomben an ihren Kopf und Pfeile und all das. Und soll es jemals wirklich irgendwie tatsächlich einen Mod geben, wo man sie wirklich töten kann oder ihre verdammten Scheißbuben?
Ich würde es machen. Okay. Jetzt kann man sagen, ist das hier ein bisschen Psycho, dass du da... Erstens, es ist doch nur ein Spiel. Zweitens, es ist doch nur ein NPC. Drittens, es ist doch nur eine Frau. Ja, Leute, ich könnte es eiskalt. Mit wachsenden Genicktoren. So, hier ist da ein anderes Hündchen. Oh, das ist eins meiner lieben Hündchen. Gib mir das Hündchen. Ja, herzlichen Dank. Jetzt sind es drei. Hast du mal einen bösen Mimiker gesehen? Ja. Guck nicht gerade sehr nett rein. Mit den roten Augen und diesen Zähne auf Zähne. Die in die Enge getriebenen Minigars haben gedacht, dass die roten Blumen sie stark machen. Sie haben sie gegessen und die Roboter zerstört. Allerdings, weißt du, was mit ihnen danach passierte? Mach's nicht so spannend. Es ist eine traurige Geschichte. Die erzürnten Minigars sind nicht in der Lage, ihre Handlungen zu kontrollieren. Also wirklich wie Hulk. Wenn die Gerüchte wahr sind sie an die Oberfläche gegangen, wo die Menschen leben. Oh oh. Eine Armee von wilden Mimigars ist auf die Erde gekommen. Wenn das wahr wäre, verstehst du? Verstehst du, wie gefährlich die roten Blumen sind? Ja. Das ist sozusagen ein Point of No Return. Noch zwei. Noch, ach ja, die reden ja die ganze Zeit von Insel und Oberfläche. Also wir sind so praktisch auf eine Insel? Und in ein Höhlensystem. Ja, irgendwo muss der Name Cave Story her. Jetzt ist aber die Frage... Ja, da soll man vielleicht schießen. Ja, geh doch tot! Was ist das jetzt? Ist das jetzt nur unterirdisch? Weil es ist ja wirklich die Rede von Oberfläche. Aber auch von der Insel. Leute. Ich will nicht so viel spoilern. Aber nur mal so kleiner Denkansatz. Oberfläche muss nicht tatsächlich von oben betrachtet werden. Bitte weh von unten. Und es bringt auch manchmal, wenn man einen Blick darauf riskiert. So. Tja, wie es weitergeht mit diesem Geheimnis, müsst ihr dann weiter die Parts verfolgen. Bis das ja rauskommt. Boah, die liebe Güte kam da aber angerannt. Bist du mal tot, du Olla Papagei? Na, da schoss doch jemand. Ja. Guck mal, was wir da oben finden. Das heißt, ich muss noch mal da hoch. So, gehen wir doch
gehen ja auch wirklich auf Angriff. Das, ja, großartig. Ja, der Spring- und Schießknopf, also die Spring- und Schießknöpfe sind nämlich nebeneinander. Und dann habe ich ein bisschen mehr Probleme. Nicht so viel tun. Und irgendjemand schreibt wieder in Discord rum. Und ich hoffe, da fragt mich jetzt keiner. Okay, ich muss aber daran denken, da muss ich mir einen Herzcontainer holen. Ach ja. Okay, du Arsch. Du hast es nicht anders gehört. Ja, toll. Keine Arme, keine Keze. So in etwa. Ja, und mein Fuß ist eingeschlafen. Oh, ist das eklig, Leute. Oh. Okay, man muss jetzt doch mal den ganzen Weg zurückgenommen und noch überjumpen. Zum Glück ist das nicht... Tja, jetzt bist du abgeschüttet und bist tot. Try again. Ist zum Glück nicht. Und das Gute ist ja auch, dass Quot auch verdammt gut weit springen kann. Und ich muss auch sagen, die Springmechanik von ihm ist sehr angenehm. So. Also da rutscht er nicht ständig rum. Ja, toll. Oh, oh. Ja. Aber auch mehr so eine typische Sache, dass man nicht das kriegt, was man will. Ja. Wie läuft der denn hier eigentlich? Na, danke. Mal da oben. Wie viele Hühnchen müssen wir noch sammeln? Noch zwei, oder? Oh nee, war das Hühnchen nicht auch irgendwo... war das Hühnchen auch nicht irgendwo, wo ich wieder gegen so einen Boss kämpfen musste? Oh nee. Publizierung ist wirklich kein leichter Job. Und das auch ohne diese ganzen Monster. Ach so, seh mal an, ich kann ihm praktisch die Beine abschießen. Ist hier irgendetwas, wo ich so lang gehen könnte? Okay, ich dachte so, oh Scheiße, jetzt bin ich tot. Gut. Ich will da nicht unten lang gehen. Das gefällt mir da unten nicht. Da ist doch sicherlich irgendetwas, was mir nicht wohlgesonnen ist. Oh. Ich muss wohl. Ja, toll. Hä? Also ich muss wohl von oben, ganz von oben kommen. Irgendwas sagt mir, das wird wieder wohl ein ziemlich langer Part. Zum Glück kann ich ja, anders als damals, auch so lange die Videos lang machen, wie ich will. Früher gab es nämlich tatsächlich einen höheren Staune. Nur 10 Minuten. Was so ganz schön lästig sein konnte. Hier. Das ist nämlich das Beste, was ich machen kann. Dafür sorgen, dass die... Oh! Ich glaube, die haben gescheckt, dass du... Ja, toll, verdrückt. Hier. Die haben wohl geschickt, dass ich die jetzt angreife und haben mich angegriffen und... Ernsthaft, du... Diese Killer-Papageie. Au!
Alle nicht anfahren. Und keine Blasen. Hm? Nö, da gehe ich jetzt nicht runter. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man die Waffen hochlädt. Ja. Mal los. Komm schon, du durchgeknallter Papagei. Ich kenne das doch. Der kommt doch von hinten. Aber interessant, dass sie auch an Flughöhe verlieren. Oh, und ich sehe was anderes, ganz böse. Stacheln. Oh ne, jetzt sieht man nicht, dass da unten auch Stacheln sind. Kommst du mal, Papagei? Ja, danke. Jetzt muss ich aufpassen, weil sonst... da ist ja was. Okay, ich gehe dann mal zurück, um zu sehen, was da steht. Wahrscheinlich Vorsicht instant und dann... Hier in der Nutzernzone gibt es einige Orte, wo man durch die Wand gehen kann. Dieses Symbol sind mit einem Symbol markiert. So wie das hier. Mhm. Aha, okay. Ja, toll. Ja, es gibt auch ein Problem. Hä? Ich komme da gar nicht weiter. Hä? Wie jetzt? Und für diesen Shit bin ich aber extra runtergegangen? Are you fucking kidding me? Toll. Naja, wenn zwar sind die Papagei weg. Die spawnen zwar auch wieder, aber anders als in Castlevania spawnen sie nicht nur offscreen-mäßig, sondern wirklich sind, solange ich nicht irgendwann woanders reingehe, und kommen sie hoffentlich nicht mehr auf. Ja, mit einem Symbol markiert, ja. Okay, das wusste ich ja schon. Okay, jetzt kann man sich fragen, ja, wieso wird nicht gesagt, welches Symbol? Naja, wozu? Man kann es sich ja denken. Ach, da ist das Hündchen! Verschlossen. Ja. Kein Wunder. Das ist mit die roten Blumen. Das ist nämlich ein Lager. Warum die alte Dame in so einem gefährlichen Ort wie die Sensum wohl ein Lager hat, erschließt sich mir nicht, aber. Oh. Oh ja, danke bitte, danke. Ja, wir wollen speichern. Okay, Hündchen. Willst du das Hündchen mitnehmen? Ja, ich will es mitnehmen. Dann machen wir mal hier speichern. Okay, dann sind es noch... Okay, ist ja auch nicht da irgendwas in, also ist auch kein Hinweis, ja, da kannst du lang. Hm.
Gut, dann nehmen wir erstmal den ganzen mit zurück. Oh je. Ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Stacheln sind tödlich für mich. Für den Hühnchen nicht. Die haben halt den Welpenschutz. Seht ihr? Der Kopf streift voll die Stacheln, aber ey, scheißegal. Komme ich jetzt nur zu einem anderen Teil hin? Die Musik ist auch echt cool. Ist hier irgendwas? Da laufe ich schon zum wievielten Mal lang. Aber die Sprungmechanik von Cloud Dike ist sehr angenehm. Wirklich, ist wirklich sehr angenehm. Er lässt sich auch super steuern. Und ja. Er fährt auch immer gerne irgendwo rein. Hm. Aber er rutscht nicht so blöd ab. Das ist, was mir gefällt. Okay, gucken wir mal da, ob da irgendwas ist. Bei Emi muss ich ja da wirklich an. Daran. Kommt. Naja, notfalls muss ich dann wohl mal gucken, wie ich da. Du warst doch gerade in da drinne, Junge. Wieso kommst du jetzt nicht? Okay, da bin ich. Ich will was sehen. Nur mal da. Nein, nicht. Junge, du solltest doch nicht da gleich. Okay, das könnte vielleicht mir weiterhelfen. Ja, ihr seht, was ich da vorhabe. Ich versuche zu sagen, da. Ja, den Weg in die. Toll. Ja, ich sollte vielleicht auch. Okay, da ist er jetzt. Kann das nur sein? Moment mal. Da oben. War ich eigentlich nie. Da muss ich gucken, ob ich da oben hinkomme. Oder? Wieso bin ich jetzt auf einmal unten? Okay, warte mal. Ich glaube, ich
Ich muss da wo oben lang. Hoffe ich, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt jetzt unnötig den Park verlängern, aber hey, das gibt nun mal leider nicht, Leute. Tut mir leid. So. Und, ja. Na bitte. Ich schau noch mal. Hier gehst du sonst ohne Lager aus. Okay, das haben wir schon gefunden. Ich glaube, den anderen Hund finden wir da oben. So. Okay, so. Okay, Jenka, hier ist dein Hündchen. Die scheinen dich zu mögen. Tja, wer mag nicht jemanden, der einen praktisch auf hinten trägt? Meine Hündchen mögen keine bösen Personen. Vielen Dank. Ja. Du suchst nach den Lagerschlüsseln, nicht wahr? In ihnen liegen die Samen für die roten Blumen. Es ist mir egal, wer du bist. Du bekommst den Schlüssel nicht. Öffnen des Lagerhauses würde dieselbe Tragödie wieder zuvor passieren. Und ich dachte, es würde heißen wiederholen. 1, 2, 3. Es ist noch einer übrig. Okay. Aber ich glaube, den werde ich wohl doch in den nächsten Part suchen. Ja, das ist doch echt zu lang geworden. Spiel gespeichert. Und wer weiß, was noch auf uns wartet. Nachdem wir mehr von dieser Geschichte erfahren haben. Tja, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich bin Bayesio80 und das war Cave Story. In Deutsch und einfach. Bis dann, Daniel.